Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein Toy, das es schon vor Patch 10.1 in der Toybox gab, wo man sich immer so gefragt hat, okay, wo kriegen wir das denn jetzt wirklich her? Und zwar habe ich das jetzt hier hinter mir bei dem NPC, diesem Zwerg, und der hat einmal das Toy über eine Quest, Haraxians unbeugsamer Wille. Das war das letzte Toy, was mir auch in Patch 10.0.7 gefehlt hat und jetzt kriegen wir das endlich hier in 10.1. Wie wir das genau kriegen, versuche ich jetzt mal zu erklären und zwar, ich zeige euch erstmal, wo ich bin. Ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 40, 68 und hier haben wir quasi ein kleines Lager. Dort sind ein paar NPCs. Ich habe gestern am ersten Tag von dem Patch dementsprechend hier an dem Lager ein paar Quests gemacht. Das waren, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quests waren das, die man erledigen musste. Unter anderem ging es dann hier hinten in dieses Gewölbe rein. Und dann hat man hier einige Dialoge. Heute bin ich jetzt hier nochmal vorbeigeflogen und habe bei dem am nächsten Tag quasi nochmal eine Quest gekriegt. Es kann natürlich auch sein, dass ich sie gestern einfach übersehen habe, aber ich vermute mal, dass man einfach einen Tag jetzt warten musste und nachdem man die Initialquest erledigt hat, dass es dann hier bei dem Zwerg nochmal eine weitere Quest gibt. Bei der Quest ist es so, dass man dann bei ihm sich etwa durch gefühlt 100 Dialoge durchklicken muss und sobald man das getan hat, kriegt man eine zweite Quest, die man direkt abgeben kann, wie ihr seht, und da gibt es dieses Toy. Jetzt kann es natürlich sein, dass das bei euch nicht klappt, und zwar dieser Zwerg und der Elf, glaube ich, die beiden hier, die hatte man ja schon in Patch 10.7 hier auf dem Turm hocken, irgendwo hier oben, glaube ich, und dort hat man immer diese Quests aus dem Gewölbe von Sekera abgeben müssen, und da ging es auch schon immer um die Geschichte, um diesen Drachen, wie halt dementsprechend hier das Toy heißt, dieser Heraxias oder wie der heißt, Jan... Raxians oder irgendwie so. Genau, also der spielt hier in der Story auch eine Rolle. Es kann natürlich sein, dass man hier in dem Lager das gequestet haben muss und diese Story quasi aus dem Vault haben muss. Ne? Also, dass man beides braucht, denn ich habe beim Twink selbiges gemacht, also zumindest hier gequestet, aber nicht den Vault gespielt. Ich kann den mal kurz hier rüber, euch rüberziehen. Und der hat die Quest hier nicht. Da habe ich gestern dieselben Quest gemacht und mit Main habe ich dementsprechend die Quest bekommen, dass ich, ja, das Toy krieg, mit dem Twink nicht. Also vermute ich mal, braucht man auch diese Questreihe aus dem Gewölbe, wo man jede Woche dann so ein Item bei den Mobs hier abgeben konnte und dann auch noch hier die Quest in dem Lager und dann kriegt man das Toy. Das ist aber wie gesagt lediglich eine Vermutung, genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Gut, wir können jetzt einmal das abgeben und dann schauen wir uns das Ganze auch mal an. Also lernen wir das Ding. Dann gucken wir, witzigerweise ist es auch Battle.net-Account gebunden, ne? Also man könnte es theoretisch auf einem anderen Char schicken. Weiß jetzt nicht, warum man das machen sollte. Man kann es ja mit jedem quasi lernen, weil es einfach ein Spielzeug ist. Haraxian, da haben wir es. Und was macht das? Manifestiert Haraxians unbeugsamen Willen. Das machen wir jetzt mal. Und dann haben wir was? Ah, okay. Interessant. Dann spawnen so Speere um mich rum. Ich sag mal so, ich habe die Story, die er mir erzählt hat, irgendwann nur noch angefangen zu überfliegen, weil er wirklich viel erzählt, ne? Aber anscheinend war es so, dass Haraxian gegen diese Darachir hier unten gekämpft hat und dann anscheinend hier auch sein Ende gefunden hat. Aber die Darachir quasi ihre Speere um ihn in die Erde gesteckt haben, um ihn, glaube ich, so zu ehren, ihn aber nicht getötet haben anscheinend, ja. Und das soll das anscheinend symbolisieren, dass wir diese Speere um uns rum haben. Okay, ganz witziges kleines Toy. Mehr kann das anscheinend nicht. Jetzt würde ich sagen, ich schaue es mir nochmal auf den Twink kurz an, weil das war jetzt nur relativ kurz tatsächlich da. Weil ich glaube, wir hatten noch irgendwas in der Hand, oder? Ah, nee, okay, das ist anscheinend so Erde, die da rumbrödelt. Gut, sind halt hier der schwarze Drachen, Aspekt, ne, beziehungsweise schwarze Drachen und da sind die ja quasi auch die Erddrachen, vielleicht kommt es daher so ein bisschen. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Toy Guide, ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Solltet ihr das Toy nicht bekommen können hier, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Steps ihr gemacht habt, wo ich vermutet habe, dass es sein könnte. Vielleicht können wir auch zusammen so ein bisschen rausbringen, was ihr vielleicht da noch braucht, ne, das scheint alles noch ein bisschen unsicher zu sein. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.